So Leute, willkommen. Ich weiß, wir sind plötzlich hier auf der Revenger bei Darth Nihilus. Aber ja, ein Teil der Aufnahme ist leider wieder verloren gegangen. Fragt mich nicht wieso. Egal, es ist nicht viel gewesen. 5 Minuten oder 10 Minuten. Und ja, jetzt werden wir den hier auseinandernehmen. Dort steht er. Bin ich mal gespannt, wie stark der ist. Ich komme, um euch aufzuhalten. Lasst uns die Sache beenden. Und los. Ja, ich glaube, der dürfte kein Problem sein. Er ist zu stark. Ihr seid in der Verbindung zu diesem Ort. Könnt ihr das unterbrechen? Ich werde es versuchen. Hat funktioniert anscheinend. Ich kann ihn nicht lange aufhalten. Das wird reichen. Ja, der. Keine Chance hat er. Erledigt. Tut, was ihr tun müsst, Visas. Ich muss sie sehen. Mit der Macht und mit meinen Augen. Was zur Hölle macht ihr da oben? Wir müssen runter von diesem Schiff, sofort! Seht ihr sein Gesicht? Und bringt mir die Maske. Nun gut. Habt ihr ihn gesehen? Als ihr ihn angesehen habt? Einen Mann, sonst nichts. Ihr seid jetzt mein Meister. So ist gut. Und ich folge euch, wo immer euer Weg hinführt. Mein Weg ist zu Ende. Verschwinden wir von hier. Sehr schön. So. Ein bisschen schneller. Verlassen wir diesen Schrotthaufen. Ah, wir müssen ja noch, genau, den letzten Protonenkern zusammenbasteln. Warte, wo müssen wir lang? Okay, da mir ja das Spiel leider abgestürzt ist, weiß ich auch schon, wo das ist. Dum, 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 dum. Zum Unterdeck. Oder zum Hauptdeck. So. Und jetzt müssen wir... zu dem Protonenkern, den wir gesehen haben. Doch, hier war das. Dann an diese Steuerkonsole, die dort ist, weil den können wir so nicht entfernen. So. Regelungen entschärfen. So. Und jetzt müssten wir den entnehmen können. Na, hat noch nicht gereicht anscheinend. Aktiviere es. Jetzt müsste es gehen. Sehr schön. Protonenkern entfernen. Und jetzt müssen wir zu dem letzten Punkt, wo wir die... wo wir den Protonenkern platzieren können.
Ja, einen Moment schnell. Ah, passt. So. Das war hier gewesen. Ihr habt einen der Zielpunkte. Yep, und den Turm jetzt scharf machen. Und dann müssen wir jetzt das Schiff verlassen. Wir verschwinden von hier. Nichts wie weg. Also beim Hochgehen ist einfach so gewesen, dass die vorgeschlagen haben, also bei dem Teil, wo ich leider verloren habe, waren wir hier unten gewesen und mussten einfach an diesen Stützpunkten, also hier, hier und hier oben, so Bomben platzieren, weil die das Schiff von innen zerstören wollten. Und leider wurden die angegriffen, dabei ist eine explodiert. Das heißt, wir mussten jetzt nochmal eine vierte Bombe nochmal selber herstellen, was wir jetzt gerade gemacht haben. Also wir haben sie nicht hergestellt, sondern wir haben sie einfach geklaut dort. Und jetzt wurden vier Bomben platziert, vier Sprengladungen, und jetzt müssen wir das Schiff verlassen. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht die Aufnahme wieder abkackt. Aha, zu Revenger fliehen. So, sehr schön. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder zurück auf der Citadel Station. Haben allen hier den Arsch gerettet. Ich hoffe, du erweist dich jetzt als ganz schön dankbar. Admiral Onasi wollte Sie sprechen, Sir. Was genau hat er gesagt? Soweit ich weiß, war sein Anliegen privater Natur, Sir. Ich glaube, er sagte, es ginge um einen gemeinsamen Bekannten. Gehen wir. Es sieht mitgenommen aus, aber es ist immer noch mein Zuhause. Ich konnte es nicht beschützen, als die Sis das erste Mal angriffen. Ihr gebt mir eine zweite Chance. Dafür schulde ich euch etwas. Das ist alles, was ihr wollt, Admiral? Ich habe die Aufzeichnungen über euren Prozess vor dem Rat gesehen. Ihr habt getan, woran ihr geglaubt habt. Ihr seid im Exil weit über den Outer Rim hinausgewandert. Habt ihr eine Spur von Revan gefunden? Nein, ich habe nichts gesehen. Ich diente ihm genau wie ihr. Und auch ich musste ihn verlassen. Warum? Wisst ihr, wo Revan hingegangen ist? Er sagte, dass er zu Orten müsste, die für mich unerreichbar sind. Orte, an denen Verbündete oder Wesen, die ihm am Herzen liegen, ihn nur in Gefahr bringen würden. Es ist 4 Jahre her und ich weiß immer noch nicht, was ihm zugestoßen ist. Er könnte tot sein. Das glaube ich nicht. Ich habe schon viele Freunde verloren. Ich glaube erst, dass sie tot sind, wenn ich es sehe. Er sagte, dass ich hierbleiben und die Republik stärken soll. Und dass er zurückkehren würde. Keiner Bitte bin ich jemals widerwilliger nachgekommen. Warum hat er euch darum gebeten? Ich weiß es nicht, aber es war ihm wichtig. Er sagte, dass es andere Gründe für den Krieg gab und die Mandalorianer die Republik nicht freiwillig angegriffen hätten. Was es auch war. Er ging fort, um es herauszufinden und zu bekämpfen. Habt ihr im Krieg mit Revan gedient? Es war gegen Ende des Jedi-Bürgerkrieges. Damals dachten wir, dass wir alles verlieren würden. Wir trafen uns auf einem republikanischen Kriegsschiff, der Ender Spire. Sie war über Taris angegriffen und von den Sith gestürmt worden. Wir haben die Republik gerettet. Aber für ihn schien der Krieg noch nicht zu Ende zu sein. Er vergaß nicht, was er getan hatte. Das ließ ihm keine Ruhe. Es stand wie eine Mauer zwischen uns. Ich denke, er hat sich an etwas Schreckliches erinnert, das er während des Mandalorianischen Krieges getan hatte. Er wollte allem ein Ende setzen. Er ließ viele Leute zurück, die sich um ihn sorgten. Aber ich denke, dass er das tat, weil er es für das Richtige hielt. Aber was er auch vorhatte, ich glaube nicht, dass er erfolgreich war. Und jetzt kommt ihr hierher. Mit seinem Schiff, aber ohne ihn. Revans Schiff? Ja, wohin er auch ging. Euer Schiff war dort. Wenn ihr an diesen Ort zurückkehrt, wenn ihr eine Spur von Revan findet. Soll ich euch sagen, wenn ich etwas finde? Nein. Sagt ihm einfach, dass Admiral Onasi seine Befehle befolgt. Also müssen wir wohin? Ich wünsche euch eine sichere Reise. Oho! Die kenne ich, glaube ich. Er es? Nein. Manchmal fürchte ich, dass wir nie erfahren werden, warum er ging, Carth. Und ich kann nicht leben, ohne die Antwort zu kennen. Warum wollte er uns schützen? Er wollte, dass wir bleiben, um die Republik zu schützen. Das war ihm wichtig. Und nach dem Treffen mit dem Verbanden bin ich sicher, dass die Galaxis noch mehr zu verlieren hat.
Es ist lange her. Es war töricht von euch zurückzukehren. Ich habe euch einmal verschont, aber das werde ich nicht noch einmal. Warum seid ihr zurückgekehrt? Weil ich nun alles verstehe, was der Verbannte getan hat. Es gibt viel zu tun. So, wir befinden uns also auf Malachor 5. Unser Schiff ist abgestürzt und ich schlage vor, dass wir hier einfach alles zerficken werden. Erstmal speichern wir ab. So. Sehr schön. Bin gespannt, was es hier zu holen gibt. Ha, Leute, ich habe immer noch die Giftatemmaske an. Das Gift kann mir nichts anhaben. Oh, was haben wir hier? Oha, was ist das denn? Oh. Oha, sind die stark? Oh. Die sind stark, doch. Komm schon! Hey, der hat mich bloß abgebracht. Was ist denn das für ein Bastard? Komm her. Du wirst sehen, was du davon hast. Sehr schön. Ich weiß zwar noch nicht wirklich, wo ich hin muss. Also die sind echt übelst stark hier. Ich muss nur gucken. Die machen halt extrem viel Schaden. Ich muss nur gucken, dass ich hier immer schön in Rage und mit Tempo kämpfe. Also zumindest, also sicher mal die Geschwindigkeitsschub hier beim Kämpfen benutze. Ich glaube, das macht schon viel, viel aus. Okay. Dun, dun, dun. Oh, waren wir hier schon? Oh, wir sind im Kreis gelaufen. Nun denn. Gucken wir mal hier oben noch. Oh, was ist das denn? Interessant. Beschädigte Konsole. Ha. Ich schwöre, zum Glück haben wir diese komische Gasmaske noch an. Müssen wir hier runter, okay. Ich denke, das sollten wir jetzt aber trotzdem noch ohne Probleme hinkriegen hier auf Malachor. Ha. Hey, dieser Machtsprung ist auch mega geil. Da. Versuch's erst gar nicht. Schauen wir nochmal da hinten, was da ist. Oh, warte. Oh, nee, ist gut. Okay. Ich glaube, hier ist doch vorhin ein grünes Kristall. Hier ist doch vorhin Kraya langgelaufen. Da hinten ist unser Schiff. Okay. So. Boah, schon wieder ganz schön eingesteckt hier. Ich
hier hinten irgendwas Verstecktes? Nicht. Okay. Hier hat's wieder so eine Kammer. Beschädigte Konsole. Minimale Leistung. Kann nichts machen. Okay. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Da, da. Oh. Ah. Interessant. Mein Gott! Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Okay, und nochmal. Und noch einmal. Boah. Hey, die machen richtig böse Schaden. Da muss ich echt aufpassen. Also, sobald ich gegen mehr als zwei kämpfe, dann muss ich echt aufpassen. Sehr schön. Ja, die Leichen, die haben halt nur noch so Überbleibsel. Schade eigentlich. Dass das bringt wenigstens was bei denen. Ah, komm. Hey, die sind übelst stark. Spring. Komm schon. So. Beschädigte Konsole, kann wieder nichts machen. Nun denn. Wo müssen wir lang? Höchstwahrscheinlich hierhin. Ja, doch. Muss fast so sein, ne? Da oben. Das ist eine Sackgasse. Ja. Aber hier muss ich hin. Sehr schön. Oh, schon wieder zwei. So. Kann ich auch nicht machen. Okay. Aber... Ah, ich bin falsch gelaufen. Verdammt. Ich muss hierhin muss ich. Also hier runter und dann... Ah, ich bin vollkommen in die falsche Richtung gelaufen. Also hier runter. So. Dann hier, oder? Genau. Und jetzt alles geradeaus. So, und hier rechts. Genau.
Sehr schön. Wir werden anscheinend erwartet. Was los? Ja, wie niedlich. Oder ist der größer als alle anderen, oder wie? Ich glaube, der soll etwas größer sein, oder? Scheiße. Schneller. So. Gucken wir mal, ob das hilft. Ja, ist doch kein Problem, wenn das funktioniert. Und los. Bam, Leute. Mann. War das gut. Sehr schön. Kann ich noch irgendwas von dem holen? Nicht? Nun denn, weiter. Dieses meisterhafte Rage, das ist ja übel, was der da an Schaden macht. Da ist nur so eine Leiche, das bringt sie eh nicht. Okay. So, meine Lieben, dann würde ich sagen, dass wir das Let's Play an dieser Stelle beenden. Also, das Let's Play beenden. Einfach pausieren und unterbrechen. Und wir machen dann mit dem nächsten Part weiter. Und, keine Ahnung, vielleicht ist das der letzte Part. Ich weiß es nicht. Und bis dahin, haut rein, meine Leute, haltet die Ohren steif und noch einen schönen Abend.